Hey, ich bin Alina und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den letzten Wochen habe ich verschiedene Malprozesse festgehalten, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hier seht ihr ein Bild, das ich gemalt habe, und zwar dürfte ich ein Pferd malen für eine Kundin, sage ich mal. Also genau, ich habe so einen Auftrag bekommen und da habe ich dieses Pferd gemalt mit Wasserfarben und dann habe ich noch Holzfarben benutzt und so wasservermalbare Buntstifte von Faber-Castell. Und ich habe da einfach so ganz viele verschiedene Schichten gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Also, dass es einfach so verschiedene Texturen gibt. Und so sieht das fertige Bild aus. In der Schule haben wir angefangen zu tonen. Und zwar haben wir so eine Figur aus der Antike getont. Am Anfang war ich ziemlich verzweifelt, aber hier seht ihr mal ein paar Zwischenergebnisse. Und am Ende ist es sogar was geworden und es hat den Ofen überstanden. Es ist nur ein Arm abgekracht, aber so sahen irgendwie alle Figuren damals aus. Deshalb hat es eigentlich gepasst. Ich wollte jetzt mal wieder öfter was in meinem Skizzenbuch malen. Das habe ich mir vor kurzem erst gekauft. Und ich habe da einfach ein bisschen rumprobiert mit Acrylfarben. Und genau, ich habe das so ein bisschen festgehalten. Dann habe ich noch ein paar Porträts skizziert. Ich kann das noch nicht so gut, deshalb schreibt mal, ob ihr jemanden erkennt. Auf Pinterest habe ich so ein süßes Foto von Baby Yoda und Groot gesehen und ich wollte das eigentlich unbedingt malen. Ich habe irgendwie aber nur nicht mehr weitergemalt. Aber vielleicht werde ich es irgendwann noch fertig malen. Dann habe ich allgemein hier in dem Video noch ein paar Grußkarten gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich male so personalisierte Grußkarten. Ihr könnt da gerne mal auf pralina.shop auf Insta vorbeischauen. Werbung am Rande. Und genau, hier habe ich eine Karte für eine Geburt, glaube ich war es. Genau, gemalt. Ne, zur Taufe. Es war eine Taufkarte. Und der Wunsch war eben, dass ich so Pepperwoods mit einbringe und dann habe ich mir so ein Design bzw. so ein Layout oder so überlegt und so sieht es dann aus. In meinem Skizzenbuch habe ich dann eine Kuh gemalt. Ich wollte das so fancy irgendwie malen, deshalb habe ich die Skizze, die ich vorher schon gemalt habe, mit einer Kuh übermalt. Es sieht jetzt nicht so sonderlich krass aus oder so, aber ja, ich wollte einfach ein bisschen ausprobieren und deshalb habe ich so eine süße Kuh gemalt. Und wichtig ist es, finde ich persönlich, bei Acrylfarben immer so verschiedene Farbtöne wie möglich, so viele Farbtöne wie möglich zu benutzen, einfach, dass mehr Kontrast entsteht und dann so eine Tiefe erzeugt wird. Genau, und so sah das dann aus. Eines Nachmittags habe ich dann beschlossen, Muffins zu backen. Allerdings habe ich das Rezept nicht so wirklich verfolgt. Ich habe da einfach so Mehl und so Zimt und Mandelmilch und Haferflocken, Schoko, solche Schoko-Teile reingemacht und Banane und so. Also es waren ziemlich gesunde Muffins. Ich habe auch keinen Zucker und so reingemacht. Genau, aber es hat eigentlich ganz, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, wieso ich hier eine Narrenfigur auf Holz gemalt habe. Es ist Sommer. Ich habe in der Fastenzeit, Karnevalszeit, keine Ahnung, wie ihr dazu sagt, ein paar Aufträge bekommen und da standen noch welche offen und deshalb habe ich da jetzt eine Holzscheibe gemalt. Ich habe auch noch mehr gemalt, aber das hier habe ich jetzt mal festgehalten.
ich verpacke dann die Karten immer noch mit so einer Schnur und so einer kleinen Visitenkarte quasi. Ich habe dann ein neues Bild angefangen, und zwar war das ein Geburtstagsgeschenk von meinem Papa. Und ich fand das Bild eigentlich ganz cool und dachte, man kann da so ein cooles Vintage Art Piece erstellen, malen. Und so sieht das dann aus. Und dann habe ich noch so Details hinzugefügt. Und es war schwerer als gedacht, so den Kopf so zu malen. Deshalb habe ich einfach so Qualm drüber gemalt. Richtig kreativ, ich weiß. Aber ja, falls ihr es nicht hinbekommt, dann macht's wie ich und malt einfach Qualm drüber. Dann sieht es gewollt aus. Yay, oh mein Gott, ich habe mir eine Kamera bestellt und ich packe die hier gerade aus. Und ich habe mich für so eine handliche entschieden, dass ich die auch überall hin mitnehmen kann. Und natürlich musste ich die erstmal ausprobieren. We both know this is temporary. Maybe we'll last to January. I lost control when you call me baby. Go down that road, you know you're coming with me. But I'll chase rainy days. Oh, I love the way it tastes. Das war's jetzt mit dem sehr chaotischen Video. Ich hoffe, euch hat's aber trotzdem gefallen. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, denn in Zukunft werden richtig qualitativ hochwertige Videos kommen, die ich mit meiner Kamera aufnehmen werde. Ciao!